Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim Special Edition. Ja, wir befinden uns hier, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und ich habe jetzt... Ja, Schnauze jetzt, ich möchte jetzt anfangen. Ich habe geguckt, warum ich diesen Schrei noch nicht erlernen kann. Anscheinend brauche ich wirklich eine neue Drachenseele. Anscheinend funktioniert es mit denen nicht. Ist ein bisschen buggy anscheinend. Aber ja, davon lassen wir uns jetzt nicht aufhalten, denn wir haben eine Mission. Tut mir leid. Wir haben sogar ein paar mehrere, und zwar, wir wollten besser gesagt, wir haben jetzt die Mission, die wir unbedingt machen wollen, und zwar, dafür müssen wir nach Winterfeste, und dafür müssen wir kurz zu den Ställen und mit den Ställen, mit der Kutschstellen weiterreisen. Solide. Das ist unsere Mission. Und natürlich haben wir dann auch irgendwann mal solche Missionen. Für die Schriftrolle, das müssen wir jetzt machen. Um die Dämmerwacht-Quest zu beenden. Und ich kann euch zu jeder Haupt... Wohin soll's gehen? Winterfeste. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja. Lasst uns nach drinnen gehen oder in eine Höhle. Nur weg von hier. Tun wir doch. 50. Team. Easy going, ab nach Winterfeste. Wir wollen zur Akademie. Und so tun, als ob wir was lernen. Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, verstehe ich echt nicht. Winterfest sieht immer so richtig hässlich aus. Es gibt so gefühlt 6 Gebäude, die komplett zerstört sind, und dann so halt nichts. Nichts. Es ist einfach hier so ein Durchgang. Das kann man aus meiner Sicht nicht mal als Dorf bedienen. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Und wer seid ihr? Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet... Warum seid ihr hier? Sehe ich anders. Was ist das hier für ein Ort? Ja, das ist meine Frage. Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Ich möchte der Akademie nicht beitreten. Sieht die fast so aus wie der Weihrauchpott, ne? Deswegen kann ich dann hier angeblich nicht beitreten. Aber man muss echt mal sagen, ne? Diese Brücke ist nicht gerade gesichert. Ja. Es ist nur, dass man hier runterfällt, eigentlich sofort instant tot ist, aber ey, ne? Was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt muss ich also der Akademie doch beitreten, nur um diese Mission zu machen oder was? So nervtönend. Wer programmiert solche Spiele? Willkommen an. Ich hoffe, dass. Also, ich muss. Wenn ihr aber auf der Suche nach mehr seid, werde ich euch gern behilflich sein. Weshalb sollte ich mich über die Akademie bekommen? Es ist kein großes Geheimnis, dass wir im Laufe der Jahre schon vieler Dinge fälschlich beschuldigt wurden. Die guten Leute von Himmelsrand fällen manchmal lieber ein Urteil, als zu verstehen, was wir hier tun. Daher müssen wir gewisse Vorkehrungen treffen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Kann ich der Akademie beitreten? Muss ich anscheinend. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich bin auf der Suche nach dem Wissen aus Altschrift, aus den Schriftrollen erhalten. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum. Natürlich das Erste, klar. Diese vorgefertigten Antworten. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht.
Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Ich kann sie nicht zerstören. Nicht jeder hat Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Na, wir wissen beide doch, dass ich hier erfolgreich bin. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Ich stelle mich eurer Prüfung. Ausgezeichnet. Natürlich, muss Wer in Wiederherstellungszaubern bewandert ist, für den gehört heilende Hände zu den Grundkenntnissen. Könnt ihr es auf mich wirken? Damit würdet ihr eure Kenntnisse demonstrieren. Diesen Zauber kenne ich nicht. Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Vergiss es, ich bin Nein? nicht interessiert. Wie ihr wünscht, die Entscheidung liegt bei euch. Gar nicht der Akademie beitreten. Wenn ihr den Test besteht, dann ja. Nein, ich fürchte, ich weiß ausgezeichnet. Ja, ihr wolltet eure Kenntnisse demonstrieren, nicht wahr? In Ordnung, ich freue mich darauf. Erste Lektion. Wirkt heilende Hände. Jetzt müsst ihr hier... Was auch kommen wird, die Akademie wird es überstehen. Reicht das nicht? Die Akademie ist eine große Bereicherung für jeden, selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein. Aber die Akademie besteht immer noch. Wenn ihr den Test besteht, dann ja. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts, der... Ja, ihr wolltet eure Kenntnisse demonstrieren, nicht wahr? Nein? Wie ihr wünscht, die Entscheidung liegt bei euch. Den anderen Heilzauber kenne ich nicht. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauber... Hier, bitte. Nun will ich sehen... ...wie ihn wirkt. Das Buch oder direkt den Zauber? Boah, ne. Heilt beim Zielen, die keine Untoten, Atronachen oder Konstrukte sind, 10 Schadenspunkte pro Sekunde. Den Mauern der Akademie ist viel sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Irgendwie besser als das andere. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Das Tor jetzt auf? Ich hoffe. Solide. Ich glaube,
meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Hier mögt es bekannt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Willkommen an der Akademie. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Okay. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Was für einen Schund habe ich bekommen? Ich soll meine schöne Rüstung auflegen? Die Akademie von Winterfeste ist... Ich trage eine Krone, ich bin ein König. Dann werde ich eh alles verkaufen. Seit tausenden von Jahren eine feste Institution im Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Akademium liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch leitet der Erzmagier die Akademie. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangsbeziehungen einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es scheint noch nicht vorbereitet zu sein. Wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind, können wir reden. Wie viel Magie habe ich denn? Oh, sogar relativ wenig. Liegt vermutlich daran, dass ich das nie gelevelt habe. Was ich in Skyrim am meisten hasse, ist einfach, wer sieht mich denn hier? Was kann ich denn hier so klauen? Ja, ist ja nix. Was will ich denn damit? Sind, können wir reden. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade... Ich soll meine Stimme senken? ...einer Forschung oder einem empfindlichen Moment arbeitet. Ja, tut mir leid, Leute. Ich musste niesen. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ich zeige euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Hier seid ihr untergebracht. Hier kann man schön viel mitnehmen, by the way. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Nimm mich mit. Wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind, können wir reden. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Hoch oder raus? Ich schätze mal raus. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Okay. Oh, entschuldigt. Ach, ich habe eigentlich keinen Bock, die ganze Zeit zu sein und zu reden. Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Wovon spricht sie? Faralda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt.
Was tun wir? Was ich für ein Problem mit ihr habe? Sie hat ein Problem mit mir. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin. Durch meine Eleganz und Haltung. Durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Aber sie wird mich nicht unterkriegen. Ah. Oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Ist das die aus der Taverne? Das wird nicht funktionieren, das sage ich euch. Ich vor 5 Folgen? Oder so? Bis zum nächsten Mal. Ja, keine Ahnung. Tolf, dir ist vermutlich schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer Leitungen. Alles klar. Dann heißt es wohl reingehen. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Nette Zauberstunde. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte üben. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. Wie überall kommt es nur, was ich für ein... Sie fühlt sich... Aber sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst doch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns die Chance, zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ich denke, wir sollen was Praktisches lernen. Ach ja? Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ich kenne keine Schutzzauber. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also alles dann. Klar. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Wie zum Beispiel ein Begleiter. Jetzt wirkt den Schutz. Was für ein Schutzzauber? Ich könnte Dispel Magic. Ich könnte Backslash anwenden. Aber und warte mal. Haltet ihn aufrecht. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. So? Oder so? Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Habe ich doch gerade gemacht. Aber... ja, dann nehme ich den halt mit beiden Händen in die Hand. Aber jetzt fehlt natürlich die Magika. Füllen wir das mal kurz komplett auf. Haltet still! Ich habe dafür gar nicht genug Magika. Der zieht doch viel zu viel, der leichte Schutzzauber. Kostet 30 pro Sekunde. Wenn er so lange braucht beim Wirken, dann ist das auch kein Wunder.
rüste ich halt wirklich die Sachen hier aus. Erste Stunde, ne, der Magie. So, jetzt sollte ich 157 haben, hab also damit meine Magika-Fähigkeit etwas schon gesteigert. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Sehe ich anders. Das ist alles für den Moment. Danke. Gut zu sehen, dass es im Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Nichts Wichtiges. Vielleicht später. Ich möchte erstmal wieder meine schöne Kleidung anziehen. Wisst ihr, dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen erlangt. Bevor ihr fragt, ja, bei meinen Vorfahren hat Magie immer... Ja, ich... Ist damit nun alles geklärt? Nein, das stimmt wohl. Wir haben uns einen Berlina Marion aus dem Haus Helvani. Ich bin seit langer Zeit die Erste in meiner Familie, die Morrowind verlassen hat. Jetzt bin ich hier, um Beschwörungen zu studieren. Das ist wichtig. Was wisst ihr über Saartal? Eigentlich nicht. Nur, dass es sehr, sehr alt ist. Ich glaube, es war eine der ersten Städte der Menschen in Tamriel. Gefällt es euch hier in der Akademie? Bislang schon. Und sei es nur, weil mir niemand sagt, was ich alles erreichen müsste. Ich will nur lernen und nicht darüber nachdenken, welche Erwartungen andere an mich stellen. In Winterfeste lebten einst viele Dunkelelfen. Habt ihr das nicht gewusst? Vor der Oblivion-Krise haben viele Elfen in Winterfeste gelebt. Und noch mehr haben jedes Jahr die Akademie von Morrowind besucht. Danach hat das Misstrauen gegenüber der Magie vielen das Leben schwer gemacht. Manche gingen fort, weil sie den wachsenden Hass der Nord nicht mehr ertragen wollten. Andere sind nach dem Roten Jahr, als Fadenfell ausbrach und große Zerstörung verursachte, wieder heimgekommen. Winterfeste selbst ist in den Jahren zwischen damals und jetzt gestorben. Geblieben ist nur noch eine leere Hülle. Eigentlich ist nur die Akademie noch übrig. Interessant. Also ich muss weiter. Aber bevor ich jetzt weiter muss, ne, das will ich erstmal loswerden. Denn ich muss irgendwie was über die Schriftrolle Alten. Muss ich hier nicht darüber sprechen, damit ich weiß, wo die Schriftrolle Alten ist? Also da vorne ist das. Hall of Condensen. Ich weiß, ich habe den Namen nicht gelesen. Ja, die Person weiß das. Ura Grubschub. Was wollt ihr? Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Ja. Natürlich tue ich das. Habt ihr nun eine? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Ich muss eine finden und ich habe gehört, dass sie mir helfen könnte. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat.
Aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Bis zum nächsten Mal. Ich darf das so mitnehmen? Solide. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt ihr braucht bitte etwas. Hinter euch auf. Lass mich in Ruhe. Das Maul? Wieso so unfreundlich? Aber ich finde schön, dass die jeden vertrauen, egal wer das ist. Weißt du, ich bin seit 2 Sekunden hier und der Typ sucht, will mir jetzt schon Wie die Schrift überall kommt nehmen. Es nur darauf an, wen ihr kennt. Zu eurem Glück kennt ihr mich. Ich kenne mich auch selber, das ist auch mein Glück. Aber ja, ich werde jetzt die Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir hoffentlich rausfinden, wo die Schriftrolle der Alten ist. Also die Schriftrolle der Alten in Klammern Drachen. Und dann werden wir sie finden, zurückbringen, lesen und dann die Dämmerwacht-Quest weiterführen. Das ist unser Plan für die nächsten Folgen und danach werden wir ganz klar und heimlich... Oh Mann, jetzt werde ich wieder müde. Woran liegt das denn wieder? Ganz klar und heimlich die Hauptquest abschließen und dann die Welt von Skyrim für das Erste in den Let's Plays hinter uns lassen. Und, aber das liegt alles in der fernen Zukunft. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal rein oder bei einem meiner anderen Projekte. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.